bist du denn jetzt so jemand, der guckt sich die E3 an und du fieberst jetzt sozusagen noch die nächsten Monate auf diese Spiele hin und guckst dir dann alles an, gehst in Foren? Das wohl nervt. Ob das wohl nervt? Wir fahren hier in einem Schwertransport hinterher mit Polizeibegleitung und vor jeder Brücke bremst er runter bis auf 20 und dann schleichen wir wieder mit 20 unter der Brücke durch, anschließend gibt er wieder Gas bis 70 und ihr glaubt gar nicht, wie viele Brücken hier bei Berlin sind, das merkt man jetzt erstmal. Ach, ehrlich, immer wieder dieses Hoch und Runter und Gas und Bremse. Aber LKW-Brücken habe ich durch Zufall letztens durch Olli erfahren. 4,40 Meter. Olli guckt auch zu, bestimmt. 4,40 Meter müssen die. Also ich meine. Ach scheiße, da war schon wieder die Aufnahmezeit der Kamera um. Der Schnitt ist manchmal aber auch so dämlich, dass nicht mal ich weiß, was ich da. Was ist denn das für ein komisches? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war jetzt ein richtiger großer LKW, ein Scania, der hat aber Doppelkabine. Du hast hinten, zumindest auf der Beifahrerseite, eine große Scheibe drin und noch eine Tür zum Einstieg. Habe ich noch nie gesehen. Ich drücke auf Knopf. Habe ich noch nie gesehen. Meine Herren, kommt ihr jetzt ja nicht in die Quere, bat ich. Sonst trifft euch noch einer meiner Bolzen. Magie, brummte der unverächtlich. Besser, kanzelte Dela ihn ab. Wir tun, was du sagst, Meister Garrett. Notfalls reiße ich diesen Schlaukopf hier den Bart ab. Dafür hast du zu kurze Arme, parierte der Gnome. Außerdem solltest du meine Streithacke nicht vergessen. Ich ein Stück von dem orangefarbenen Gemüse ab, kaute. Also, das habe ich noch nie gesehen. Da ist jetzt tatsächlich eine Ampel, haben sie dahingestellt, als Zuflusskontrolle, damit das hier auf der A2 weiterläuft. Weil wenn ja zu viele Autos kommen, dann muss man anhalten und bla bla bla. Ne? Und so haben sie genug Zeit dazwischen, wenn sich einer reindrängelt und man muss bremsen, dass sich das alles wieder entzerrt und halbwegs flüssig weiterläuft. Das finde ich interessant und das finde ich auch gut so. Noch besser wäre, die würden hier nachts arbeiten und ratzfatz die A2 wieder fertig machen, aber... Steckt. Das wäre ärgerlich. Kerl, die kommen da angeblasen. Ey, hier ist 60. Jetzt werde ich rechts überholt, weil ich 60 fahre. Los. Geiles Dreist. Hinten Schrauben, um auch im Wasser zu schwimmen. Dann die Raupen. Also das ist ja ein geiles, pfiffiges Gerät. Eben der Scania, jetzt das Ding hier. Welt der Wunder, wa? Welt der Wunder! Gloria Brown Marshall, Professorin für Verfassungsrecht am John Jay College of Criminal Justice, ist überzeugt, dass es eine hart umkämpfte Entscheidung wird. And we also have three justices. Alter, wir haben drei der liegt da, macht sich da ganz lang und liegt da und dann plötzlich ruppelt da los. Was ist, bist du besoffen oder was? Fahr rüber! Das ist ein Einfädelungsstreifen. Da standen Schilder und Loch und Löcher und was weiß ich, was da alles stand. Und jetzt hast du keinen Bock zum Leben oder was? Grad nicht. Wirklich effizient ist der Bankensektor in Italien noch lange nicht.
Bankrettung in Italien auf Kosten der Steuerzahler. Ein Leben ohne Smartphone, das ist für viele inzwischen völlig unvorstellbar. Aber es kann sehr schnell passieren, dass man ohne dasteht. Einmal nicht aufgepasst und das teure Smartphone ist nämlich kaputt. Der Bildschirm hat einen Sprung oder das Ding ist ins Wasser gefallen. Und das kann nicht gerade jetzt im Sommer auf Arbeit auch sehr schnell gehen. Der Bootsmann aus der WDR-Wirtschaftsfraktion, was tun ist... Warum hat der da jetzt alles dicht gemacht? Das weiß nur der Geier. Aber mir ist da gerade noch was Cooles aufgefallen. Habt ihr das auch gesehen? Der Bulli, der hinter diesem LKW ist, das sieht aus, als wäre der LKW durchsichtig, aber es spiegelt sich nur perfekt die rechte, linke Bulli-Seite in dem LKW auf der linken Seite, was aussieht, als wenn die linke die rechte Seite wäre vom Bulli und somit durchsichtig wirkt. Hat das jemand verstanden? Sweet dreams are melodies. We're mine. Also ich weiß nicht, ob man auch mit einem Moped mit 142, jetzt ist er schon aus dem Radar, ob man mit 142 durch eine 60-Zone fahren muss. Also gerade Baustellen und so. Ach komm, ich drücke auf Knopf und fertig. Patrick Spende! Patrick Spende! Patrick Spende! Patrick Spende! Meine Fresse, du siehst das doch, ey. Dusselige Kuh. Na, super, hä? Oh Mann, du Schwachmart, du. Kerl. Du machst das spannend, ey. Naja. Ja, fand ich ganz lustig. Dabei ist in Baustellen nicht auch mit Anhängerüberholverbot bei PKW, ja, ne? Ja, natürlich, da steht's doch. Nee, steht doch da auf den Schildern. Aber er hier richtet sich da nicht nach. Kommt deine Kamera mal rein. So, fertig. Oh, hier ist er eingeschlagen. Kommt Leute, fahrt weiter. Ist einfach nur links in die Dings reingeschlagen. Ich weiß aber auch nicht, wieso die hier alle so viele Aufstand machen. Aber vielleicht läuft da Flüssigkeiten raus, wer weiß. Blitzer? Jo, ein Blitzer steht hier rum. Da steht er rum und sagt nichts. Du wirklich richtig fährst, siehst du, wenn das Licht angehst. So sind wir nicht. Hallöchen! Mach's gut, tschüss! Nein! Oh, beenden!
euch nicht auch irgendwie langweilig, LKW-Geschichten immer nur aus Deutschland zu hören, mit deutschen Straßen? Wie wär's denn mal mit Amerika? Oh Mann. Es ist heiß in Texas. Tierisch warm draußen, 35 Grad oder so. Eine Idle-Air-Station haben wir da. Und hier. Kommt kalte Luft raus. Ja, Hashtag Kaffee muss. Ja, ohne Kaffee alles doof. Das Frühstück ist bei mir ein Bacon Breakfast Wrap. Es geht übrigens nach Carthage, Missouri. Das ist wieder, ich sag nur, Dock Nummer 27 mit der Säule davor. Wisst ihr Bescheid? Ab in den Untergrund. Und schon sind wir da. Kaum anderthalb Tage später. Und schon sind wir wieder im Untergrund. Ihr wolltet es immer wissen, so sieht der Truck von außen und von innen aus. In diesem Video werde ich euch alles zeigen, werde euch meinen Truck vorstellen. Ja, ist das eng. Und mal wieder ein bisschen Pennsylvania Hinterland zur Abwechslung. Auf einmal gibt es einen Knall, die ganze Bude wackelt. Ist mir im Stand ein Reifen geplatzt. Auch hier zieht ganz langsam der Herbst ein. Die Bäume werden so ein bisschen rötlich hier. Das fühlt sich schön. Und dazu muss aber der Trailer ab. Immer nur noch Steaks hinter den Grill, hat gar keinen Salat mehr. Nee, jetzt ist da schon wieder beim Essen das Essen weg. Sollte ich jetzt lieber wegrennen? Man weiß es nicht. Das ist ja gefährlich sowas.